Das ist jetzt ein sehr schönes Panorama. So Lichtstimmungen kommen ja immer schlecht zur Geltung mit der Kamera. Da bräuchte ich jetzt auch einen besseren Weitwinkel. Habe ich ja nicht. Das ist ja eine Ultra-Zoom-Kamera, was jetzt gar nicht viel hilft. Ah, das sieht doch schön aus, ne? Ah. Ja, also Laune ist wirklich nicht das Problem. Geht mir gut, fühle mich wohl und bin froh, dass das Teil jetzt wirklich quasi um die nächsten drei Ecken dann irgendwann aufkreuzen sollte. Also diese Wartung, wenn mir der Mann schon sagt, dass ich da auch mich irgendwie über Nacht verlustieren kann, dann muss ich halt am nächsten Morgen früh wieder abhauen. Aber das ist ja auch keine Schwierigkeit. Ja, warum nicht? Ich krieg ja keinen Preis für unter der Plane schlafen. Muss das ja nicht unbedingt auf Teufel komm raus tun. Boah. Oder ich guck mal, ob ich da in der Nähe vielleicht nicht doch einen gemütlichen Wald finde und heb mir das unter dieser Plattform verstecken oder was auch immer das ist, das sehen wir ja gleich, dann für die Nacht auf. Übrigens, ich habe ja eingangs, also was heißt für die Nacht, für den Notfall, das wollte ich sagen. Aber ich habe ja eingangs erwähnt gehabt, ich bin ja auch hier noch nie lang gelaufen. Stimmt für die meisten Strecken, Teilstrecken vom Westweg. Es gibt dann, da werde ich wahrscheinlich auf der Tour hier auch noch hinkommen, durchaus Teilbereiche, die ich schon kenne, wo ich schon gewesen bin. Und auch einen Teilbereich, das werdet ihr dann schon noch merken, wo ich mich wirklich extrem gut auskenne, weil ich da schon gearbeitet habe. Und ja, da kann ich euch dann auch ganz, 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 ganz viel erzählen. Das wird dann auch mehr Akku fressen als der heutige Tag. Ich habe übrigens neue Akkus für die Kamera. Blitzblank, super toll, neu. Bisher hält ewig, wie es aussieht. Habe ich auch nicht den Überblick, wie viel ich eigentlich überhaupt schon gefilmt habe. Ist alles ein bisschen schwer zu schätzen, wenn man zwischendrin... Also ich meine, ihr seht ja sofort, dass es weitergeht, aber ich laufe ja zwischendrin dann immer mal wieder eine Stunde. Oder zumindest eine halbe oder irgend sowas. Oh, da habe ich einen forstwissenschaftlich interessierten Kollegen, der ist von solchen interessanten Baumgestalten, die nicht so normal aussehen, sondern ja besonders. Immer unglaublich fasziniert. Das wäre was für ihn. Dieses Konstrukt da. Wobei ich glaube, da ist einfach nur einer oben in die Astgabel rein. Nein. Das ist schon so gewachsen. Interessant. Ja. Weißt du, schön ist hier nochmal die Aussicht. Das sind übrigens die Vogesen da drüben, also das andere Gebirge auf der anderen Seite von dem Schwarzwald, ne? So. Damit bin ich jetzt ganz offiziell im Lagersuchmodus. Schwannerwarte habe ich mir gerade angeguckt. Allerdings wird die gerade von der Dorfjugend belagert. Ist auf jeden Fall eine schöne Option. Wenn hier die Welt untergeht, dann kann ich dann notfalls heute Nacht wirklich noch hinflüchten. Also sollte wirklich so richtig die Welt untergehen. Aber ich würde versuchen, mit normalem Outdoor-Camp zurechtzukommen. Suche mir jetzt einen Lagerplatz und hier sind gerade zu viele Leute. Das ist hier scheinbar gerade alles allgemein so eine Freizeitverbringtechnisch gesehen eine ganz beliebte Ecke. Deswegen gucke ich, dass ich noch ein kleines bisschen weiterkomme. Aber ihr seht schon im Hintergrund prinzipiell da hinten so. Ach komm, da gehe ich hin. Da gehe ich hin, ich habe jetzt keine Lust mehr. Außerdem da vorne an dieser Freizeitverbring geeigneten Ecke. Böschung. Gibt es einen Brunnen. Steht natürlich kein Trinkwasser dran, das ist mir aber reichlich egal. Das ist auf jeden Fall nochmal erheblich besser von der Wasserqualität. Meistens also aus dem Bach und spätestens gefiltert gibt es dann überhaupt keine Probleme mehr. Das heißt, ich kann heute Abend bzw. morgen früh ganz viel trinken, wie ich lustig bin. Ah, das ist schon eher ein Weg hier in den Wald rein. Maschinenweg. Das ist ganz gut. Da komme ich gut rein, da finde ich auch gut wieder raus. Und ich stapfe hier einfach ein Stückchen entlang und schlage mich dann irgendwo rechts oder links in die Büsche. Das reicht völlig aus. Leider ist ein bisschen Straße in der Nähe. Aber es wird zu dunkel.
ich verlaufe mich auch auf dem Westweg. Ich habe jetzt keinen Suchscheinwerfer dabei. Da ist das Risiko einfach zu groß, dass ich übersehe, wo das nächste Schild ist. Gut, mit Karte könnte man noch ein bisschen arbeiten. Die sieht man in jedem Fall. Aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Ja, also das würde ich sagen, ist doch sehr optimal. Nicht zu dicht, keine Verjüngung, nichts, was man kaputt machen könnte. Hier würde ich mich irgendwo direkt auf den Boden pflanzen. Da hinten liegt noch ein schöner Ast rum. Abgestorbenes Nadelholz. Kann ich jetzt gerade wirklich nicht beim besten Willen nicht erkennen, ob das jetzt eine Fichte oder eine Tanne ist. 80% Fichte, 20% Tanne. Theoretisch wäre auch noch ein Glas hier möglich. Ach Leute, ich mache es mir jetzt gemütlich. Ich stelle das Stativ auf und ihr dürft zugucken, solange wir noch einigermaßen Licht haben. Und für die Bildqualität entschuldige ich mich schon mal. So, ich habe jetzt gerade noch ein paar Minuten Pause machen müssen und stelle fest, ein Gewitter ist im Anrollen. Ja, also wenn es so richtig gewittert, dann wäre es natürlich völlig unverantwortlich, hier im Wald hocken zu bleiben. Dann wäre es sinnvoll, theoretisch raus auf die Wiese zu rennen. Da bin ich in einer Minute, wenn ich dann muss. Wenn ich nicht muss, dann brauche ich auch nicht unbedingt nur eine Minute brauchen. Und dann wäre es natürlich sinnvoll, sich da entsprechend irgendwie hinzukauern, damit man auch ja nicht der höchste Punkt im Gelände ist, beziehungsweise also am Rand der Wiese, also so Waldrand, also ungefähr so in dem Bereich, damit es auch ja einen schönen hohen Punkt in der Nähe gibt, die Chance, dass mir ein Baum auf den Kopf fällt, aber relativ gering ist. Dass man direkt im Wald vom Blitz getroffen wird, das ist nahezu unmöglich, aber man könnte halt von dem getroffen werden, was der Blitz getroffen hat. Andererseits, sehr wahrscheinlich ist das nicht. Also ich will jetzt keinem furchtbar Angst einjagen. Die meisten Leute rennen eh schon panisch genug aus dem Wald, wenn es mal Gewittern anfängt. Das ist schon nicht falsch, aber das Risiko wird schon ein bisschen überschätzt. Also man rennt ja auch nicht panisch unter der Palme weg, wenn man mal kurz drunter steht, weil jede Menge Leute jährlich von Kokosnüssen erschlagen werden. Das interessiert ja auch niemanden. So, ich beginne mit Lagerbau. Ich bin ein Mensch, ich brauche immer erst ein paar Minuten, nachdem ich angekommen bin, an meinem potenziellen Lagerplatz, bis ich anfangen kann, das Lager aufzubauen. Das hat schon Konflikte gegeben mit meiner einen besten Freundin. Ich habe zwei, die mit mir in Schottland war. Dazu gibt es ein Video. Nicht, wie wir unser Lager aufbauen, aber das ist immer so eine Sache. Wenn sie ankommt, dann will sie erst das Lager aufbauen. Lager aufbauen, Lager aufbauen. Und wenn das Lager steht, kochen, kochen, kochen. Und danach ist er entspannt. Ich für meinen Teil bin gern erst entspannt, stelle dann fest, oh, es fängt demnächst an zu regnen. Lager aufbauen, Lager aufbauen. Also so gesehen muss ich natürlich sagen, macht sie es richtiger, aber ich brauche das einfach. Ich brauche einfach ich bin angekommen. Moment, so ein bisschen, ich war schon immer der Emotionale von uns beiden. Schwuler Moment, Nein. Also, nein, alles gut, meine ich. So, da vorne. Da irgendwo. Ich glaube, ich mache ein erweitertes Lean-To-Schalter mit ein kleines bisschen mehr Knopfauf als die Standardvariante. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Verkünsteln tue ich mich jetzt nicht. Das reicht mir völlig. So lange bleibe ich jetzt auch nicht. Hier plane. Isomatte kurz zum Test liegen. Ich habe inzwischen gelernt, es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man immer einmal kurz da, wo man denkt, seine Plane hinzulegen bzw. sein Lager zu bauen, einmal kurz Test gelegen hat, dann merkt man nämlich zum Beispiel, dass man irgendwas im Rücken hat, was hier der Fall ist. Und dann nimmt man den Stock weg und dann testet man nochmal. Ja, könnte weicher sein, ist aber auf jeden Fall einigermaßen bequem. Einmal ein bisschen drehen. Ja, ist schon in Ordnung.
Ja, das ist doch mal eine tolle Kameraeinstellung hier. Oh Gott, das machen wir anders. Auch nicht. So vielleicht. Ne, da sieht man überhaupt nichts. Nein. Ich probiere noch ein bisschen rum. Ja, also irgendwie so muss ich das machen, wenn ich gesehen werden möchte. Gut, Stand der Dinge ist jetzt folgender. Ich bin beim Aufbauen mehr oder weniger von miesem Wetter überrascht worden und habe gedacht, ich packe dann die Kamera lieber ein, weil das ist mir dann doch immer ein wenig kritisch, wenn meine Kamera nass zu werden droht. Wie ihr aber gerade hört, also ich liege jetzt unter Plane, hört ihr nichts. Also zumindest kein Regengeplätscher auf Plane. Ist jetzt doch nicht so sehr losgegangen, von daher werde ich mich jetzt noch 5 Minütchen gerade ein kleines bisschen ausruhen. Ich liege gerade so gemütlich und dann hole ich mir noch ein paar kleine Zweigchen und dann werde ich mich ans Kochen machen. Aber wie gesagt, erstmal ruhe ich mich noch ein bisschen aus. Und ich glaube, später mache ich noch einen ganz kleinen Nachtspaziergang, einfach weil es noch nicht so spät ist. Aber dann gucke ich auch, dass ich spätestens 22:30 schlafen gehe. Jetzt haben wir 8:45. Oh, die ersten Tropfen kommen. Ah. Vielleicht mache ich doch nicht ganz so lange Pause, bevor ich mir 2 Kilo hole zum Kochen. Huhu. Habe jetzt mal das fehlende Hutproblem durch den tollen Bildausschnitt. Das soll ein Daumen hoch sein. Ah ja, jetzt sieht man ihn gelöst. Licht. Ja, inzwischen ist es sicherlich unüberhörbar, dass es durchaus regnet. Allerdings muss ich sagen, hat schon schlimmer und so Gewitterschauer neigen ja dazu, dann auch relativ bald so weit zu sein. Vielleicht regnet es draußen auch schon gar nicht mehr und was jetzt bei mir ankommt, ist noch das, was von den Bäumen tropft, weil es war schon zwischendrin schon stark Regen und deswegen wird es auch noch ein bisschen was von den Bäumen tropfen. Was übrigens nicht an den Bäumen tropft, das ist dann die berühmte Interzeption. Das ist das, was verdunstet, bevor es überhaupt am Erdboden ankommt, weil es an den Nadeln oder am Laub hängen bleibt. Also beides ist Laub, streng genommen, aber ja, egal. Dafür ist es jetzt zu spät. Es gibt einen Moment, nee, es gibt eine Zeit, um den Wald zu erklären. Und es gibt eine Zeit, um Erdnüsse zu fressen. Und ganz kurz mal schnell nochmal aufzustehen, warum wohl, und dann schlafen zu gehen. Also ich liege noch nicht im Sack, ich habe ihn auch noch nicht ausgepackt, ich habe ihn gerade als Kopfkissen im Einsatz. Es ist wirklich super warm, auch in dem T-Shirt, in dem ich die ganze Zeit gelaufen bin, friere ich nicht wirklich. Habe mich mit meinem Chamec zugedeckt so ein bisschen, aber ja, so ein Chamec ist nicht riesengroß und schon gar nicht super ultra warm, das wisst ihr alle. Demzufolge ist es wirklich, wirklich nicht kalt und ja, hätte man eine warme Matratze, also würde man zum Beispiel an seinem Bett liegen und hätte das Fenster offen, würde man auch nicht frieren, von daher ist das alles kein Problem. Werde ich den Schlafsack ein kleines bisschen offen lassen. Ein paar Mücken hat es, bin schon ein bisschen gestochen worden, weil ich irgendwie zu faul war, irgendwas gegen die Viecher zu unternehmen. Ich hätte ja theoretisch sogar ein Kopfnetz. Könnt die Regenjacke anziehen, die ist auch mückendicht. Und dann wäre eigentlich das Mückenproblem gelöst. War aber zu faul.
habe ich jetzt gerade ein bisschen ausgeruht, mir noch ein bisschen Gedanken gemacht, Tagrevue passieren lassen. War schön, hat mal Spaß gemacht. Ja, mittlerweile stört es mich auch nicht mehr so sehr, dass ich nicht so weit gekommen bin. Ich werde recht früh hier morgen Lager abbauen, denke ich, außer ich penne bis in die Puppen, das kann auch passieren, ich weiß es nicht, ich habe ja frei, ich stehe auf, wann ich aufwach, beziehungsweise stehe auf, wenn ich Lust habe aufzustehen, so, das passt besser. Essenstechnisch ist das kein Problem, bin jetzt eh faul und habe keine große Lust mehr gehabt, jetzt nennenswert was zu kochen, wenn man so spät ankommt, dann ist es auch irgendwie doof, wenn man dann noch groß köcheln muss. Also, kochen ist immer relativ, für so Outdoor-Aktivitäten finde ich Wasser heiß machen ist schon eine Art von Kochen. Insbesondere wenn man da vorher noch Holz sammeln muss und so weiter und so fort. Also. Also ihr merkt, viel zu sagen habe ich euch nicht mehr. Morgen geht's weiter. Ich wünsche angenehme Nachtruhe. Bis morgen.